Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich wie immer, dass du am Start bist und heute gibt es die nächste Folge zu den FIFA 19 bestätigten Transfers und den Gerüchten. Mittlerweile schon die sechste Folge, die Phase wird immer heißer, die Transferperiode ist geöffnet, nun werden wirklich viele Transfers vonstatten gehen und da haben wir auf jeden Fall schon einen oder anderen Kracher. Am Anfang beginnen wir erstmal mit den bestätigten und danach geht's weiter mit den Gerüchten, die folgen werden. Es gibt noch eine Sache, die ich euch unbedingt erzählen wollte und zwar haben wir die 51.350 Abos geknackt. Beim letzten Video hatte ich noch nicht mal die 50. Und nach dem ersten United World Cup Video gleich über 1500 neue Abonnenten dazu gewonnen. Danke wirklich dafür, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Finde ich mega krank. Und das Video hat einfach fast 6000 Daumen nach oben. Ich meine, wenn man 6000 Klicks hat, ist das schon super. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber dann 6000 Likes, das ist nicht zu beschreiben. Am Ende vom Video gibt es auch einen kleinen Real Talk. Und dann, Leute, ohne großartig weiter zu schnacken, geht es los mit den bestätigten Transfers. Wir fangen an mit dem guten Wolf von der Eintracht Frankfurt. Sie sind Pokalsieger geworden, das wissen wir alle. Mehr oder weniger war er auch ein Leistungsträger vorne im Sturm. Der konnte auf dem rechten Mittelfeld spielen, im Mittelfeld als Stürmer. Der hat fast alles besetzen können. Und für nur 5 Millionen Euro hat Borussia Dortmund dieses junge Talent verpflichtet. Damals hat er noch bei 1860 München gespielt und ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Nun haben wir den Franzosen Mukiele und dieser gute junge Mann auf der rechten Verteidigerposition hat Red Bull Leipzig 16 Millionen Euro gekostet. Diese amtliche Summe ist wirklich vielversprechend für so einen jungen Spieler wie den Kollegen. Ich bin gespannt, was der in der Bundesliga reißen wird. Jetzt sind wir angekommen, Leute, bei einem deutschen Spieler und zwar ist das der André Hahn. Er wechselt für 3 Millionen Euro vom Hamburger SV zum FC Augsburg. Das ist, finde ich, auch ein guter Transfer. Bei Gladbach hat er wirklich damals sehr gut gespielt in der Bundesliga. Beim Hamburger SV ist er wirklich nicht zum Zug gekommen. Und nun ist es Zeit für eine Veränderung und vielleicht wird er bei Augsburg sehr erfolgreich. Und der nächste Kandidat ist wirklich ein Riesentalent und dieser Kollege heißt Martinez, davor in der argentinischen Liga aktiv gewesen. Hat in 19 Spielen 12 Mal getroffen, 5 Tore vorbereitet, ist erst 20 Jahre jung und Inter Mailand hat diesen jungen Mann für 23 Millionen Euro verpflichtet. Und ihr schaut euch das an und denkt euch, Argentinier zu Inter Mailand, Icardi? Ja, natürlich, Leute. Der könnte vielleicht Icardi früher oder später ersetzen. Noch ist er sehr jung und Talent besitzt er wirklich allermals. Und ich bin gespannt, was der wirklich in der italienischen Liga bei Inter Mailand reißen wird. Ich hoffe außerdem, dass Icardi dort bleiben wird. Nicht, dass der Kollege irgendwie zu Real Madrid oder so geht. Das wäre natürlich schade für den Verein. Und es geht rüber zum nächsten Kandidaten. Jetzt haben wir den guten Ante Zoric, der gute junge Kroate. Wechselt zum AS Rom von Dinamo Zagreb für 6 Millionen Euro plus 1 Million Bonus. Gar nicht mal so teuer für den jungen Mann. Er war mal damals bei Salzburg in der Jugend. Dort hat er wirklich wahnsinnig gespielt. Da war er einer der besten Talente, die es in Europa gab. Ist er heutzutage auch noch. Und er ist sogar, soweit ich weiß, einer der jüngsten Torschützen überhaupt in der Champions League. Ich meine, der hat mit 17 Jahren schon in der Champions League mal getroffen gehabt für Dinamo Zagreb. Mal schauen, was der beim AS Rom alles reißen wird. Wir sind nun angekommen bei Kondogbia. Ein wirkliches Biest im Mittelfeld. War in der spanischen Liga einer der besten Spieler dort. Zumindest jetzt mal im Mittelfeld. Und er kam von Inter Mailand, war ausgeliehen an Valencia und sie hatten die Kaufoption von 25 Millionen Euro. Die haben sie auch gezogen. Und jetzt kann man sehen, was aus dem jungen Mann geworden ist. In Inter Mailand kam er nie so wirklich zum Zug, hat nicht gut gespielt und jetzt einfach eine brutale Waffe im Mittelfeld und bekommt safe ein Upgrade, ich denke mal auf 81 und vielleicht sogar auf 82. Es wird brasilianisch und Brasilien hat gegen Kroatien gestern 2:0 gewonnen, da hat es eine Tor Neymar gemacht, wirklich ein Traumtor nach seinem Startelfdebüt. Und hier haben wir nämlich ebenso einen Brasilianer namens Fabinho. Er hat beim AS Monaco gespielt, wirklich eine brillante Saison dort hinterlegt, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall ist er jetzt für 45 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt. Und das ist natürlich ein mega Transfer. Jetzt hat Liverpool mal wieder ein bisschen investiert. Jetzt haben sie einen guten defensiven Mittelfeldspieler. Emre Can wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Er wird zu Juventus gehen. Da steht mehr oder weniger schon fest. Und man kann sagen, was man will, aber mit Naby Keita und Fabinho sind sie im Mittelfeld mehr als ausgerüstet für die nächste Saison. Wir sind angekommen bei einem Portugiesen namens Pereira und dieser junge Mann wechselt in die Premier League für 22 Millionen Euro. Und ihr wissen alle, was der für krasse Inform dieses Jahr hatte. Und er wird einer Mannschaft wie Leicester City auf jeden Fall gut tun. Ich weiß nicht, ob er ein Upgrade kriegen wird. Er hat jetzt nicht brillant gespielt, war auf jeden Fall eine durchwachsene, gute Saison. Und mal gucken, was da auf jeden Fall passieren wird. Jetzt haben wir den letzten Transfer, der jetzt in letzter Zeit getätigt wurde. Natürlich gibt es noch weitere Transfers, aber den ich jetzt noch in der Episode habe. Und das ist Sané von Hannover zum Schalke 04 gewechselt für nur 7 Millionen Euro. Und ich finde den Preis wirklich mehr als brillant für den Schalke 04. Das ist ein sehr guter Transfer. Sané war wirklich ein absoluter Leistungsträger von Hannover und einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga. Bekam auch ein Team of the Season. Und er kann früher oder später bestimmt mal in die Fußstapfen von dem guten Naldo treten. Und von dem wird er auch in den nächsten Jahren vielleicht noch einiges lernen. Das war es jetzt mit den bestätigten Transfers. Wir gehen gleich rüber zu den Gerüchten, aber vorab, ich finde es so richtig heftig, dass der gute alte Yogi Löw einfach mal Leroy Sané nach Hause schickt. Schreibt in die Kommentare eure Meinung dazu, da bin ich echt gespannt drauf. Allgemein könnt ihr eure Meinung zu den ganzen Transfers reinschreiben und an dieser Stelle könnt ihr schon mal gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir gehen zu den Gerüchten rüber. Und hier geht es los mit Mateo Kovacic, das kroatische Riesentalent, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall spielt er bei Real Madrid, hat jetzt dreimal am Stück die Champions League gewonnen. Im Finale hat er nie wirklich gespielt
Und allgemein bekommt er bei Real Madrid einfach viel zu wenig Einsatzzeiten. Der kroatische Trainer namens Dalic hat auch schon gesagt, junger Mann, du brauchst mehr Spielzeit, du musst dich weiterentwickeln, weil der ist noch jung, der ist 24 Jahre alt, besitzt ein Riesentalent, was innen schlummert, aber er kann es nicht ausschöpfen, weil er nicht spielt. Und deswegen auch meiner Meinung nach wäre das das Beste für ihn, wenn er den Verein verlassen wird, auch wenn ich Real Madrid sehr gerne mag. Aber ich denke, es ist Zeit dafür zu wechseln und Schalke 04 buhlt angeblich um Kovacic, Juventus ist auch noch dabei, die wollen den eben auch kaufen und der wird nicht billig sein. Ich denke mal zwischen 35 und 40 Millionen werden sie zahlen müssen und ob Schalke 04 bereit ist, diesen Preis zu zahlen, ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir zu dem Rivalen rüber und zwar Borussia Dortmund. Die wollen den guten Kollegen aus Werder Bremen verpflichten. Wir wissen, denke ich mal alle, dass dieser Delaney wirklich fantastisch gespielt hat und Werder Bremen fordert 27 Millionen, allerdings will Dortmund laut natürlich Medien nicht mehr als 20 Millionen Euro zahlen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel ist der wert, der junge Mann? Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt, was da passieren wird, aber angeblich sind sie wirklich mehr als interessiert. Und wir bleiben gleich mal bei der Borussia Dortmund, denn sie haben noch einen guten Innenverteidiger von Mainz. Das ist der gute Franzose namens Diallo und Mainz fordert 28 Millionen Euro für diesen jungen Mann. Davor kannte ihn wahrscheinlich keiner, aber spätestens nach dieser Saison sollten die meisten von euch, die die Bundesliga verfolgen, diesen Mann auf dem Schirm haben. Nun bleiben wir in der Bundesliga und hier wird es richtig spannend, was da passieren wird, denn beim FC Bayern München hagelt es an Gerüchten und wir fangen an mit Timo Werner. Wird er vielleicht von Leipzig zum FC Bayern München wechseln? Er will auf jeden Fall noch keine Entscheidung vor der WM treffen. Er hat gesagt, frühestens wahrscheinlich erst nach der WM. Aber die Bayern brauchen, so wie es aussieht, einen neuen Stürmer. Und so ein Timo Werner, denke ich mal, würde der Mannschaft auf jeden Fall gut tun. Er könnte sich beim FC Bayern München auch zu einem Weltklasse-Spieler formen. Ich denke mal, die Bayern müssen auf jeden Fall 60 bis 70 Millionen Euro zahlen. Ist nicht wenig, aber sie werden wahrscheinlich viel Geld einnehmen können, denn Lewandowski will den Verein unbedingt verlassen. Der Grund ist ganz einfach. Er ist angeblich auf der Suche nach neuen Herausforderungen und fühlt sich wahrscheinlich beim FC Bayern München einfach nicht mehr sehr wohl. Juventus Turin zeigt anscheinend ein großes Interesse, denn Lewandowski könnte der Nachfolger von Gonzalo Higuain werden. Der ist für 90 Millionen aus Neapel gekommen und vielleicht geht er wieder zurück nach Neapel. Mal schauen, was da passieren wird. Aber nichtsdestotrotz wäre das einfach ein fetter Transfer. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass FC Bayern München auf jeden Fall gut mit so einem Transfer umgehen könnte, denn sie verlieren einen richtig guten Spieler, können aber dadurch wieder nachlegen. Und das sollte für so einen großen Verein wie die Bayern kein Problem sein. Wir haben den nächsten Frankfurter oder vielleicht kann man sogar schon Ex-Frankfurter sagen und das ist Mascarell. Der junge Mann wurde vom Real Madrid ausgeliehen an die Eintracht und jetzt hat Real Madrid die Rückkaufoption von 4 Millionen Euro. Die werden sie auf jeden Fall ziehen, weil sie machen so oder so richtig fett Gewinn mit ihm. Und nun ist Schalke 04 anscheinend auch dran an diesem Transfer. Weil es beim FC Bayern München so spannend war, springen wir nochmal ganz kurz rüber, denn es gibt einen nächsten Kandidaten. Anscheinend hat FC Bayern München ein großes Auge auf den geworfen. Ein Spaß zur Seite, aber das ist der gute Fekir. Sein Berater dementiert natürlich jeglichen Kontakt mit dem FC Bayern München. Ich meine, ob man diese Aussage trauen kann oder eben nicht. Leute, das ist der Fußball, da weiß man nie. Aber Fekir hat zumindest schon mal gesagt, dass es ihm auf jeden Fall sehr hilft, mit großen Spielern zu spielen, wie der FC Bayern München eben hat. Und der junge Mann hat so eine krasse Saison bei Lyon gespielt und er würde die Bayern auf jeden Fall mindestens 50 Millionen kosten. Ich würde sogar sagen, eher 70 und vielleicht noch mehr. Jetzt werde ich wahrscheinlich den ganzen Österreichern, schöne Grüße an euch Jungs, auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist der gute Arnautovic und der ist, finde ich, vom Verhalten her, vom Charakter, ähnlich wie Ibrahimovic. Auf jeden Fall hat er ein sehr hohes Selbstbewusstsein und ist auch wirklich ein Weltklasse-Stürmer. Kann man sagen, was man will. Er spielt bei West Ham oft im Sturm, aber auch manchmal als Linksflügel. Aber nichtsdestotrotz, Mourinho scheint ein Riesenfan von dem zu sein, aber West Ham fordert eine Ablöse von 57 Millionen Euro. Er wird auf jeden Fall so oder so die Mannschaft von Manchester United verstärken können. Wir haben als nächstes den jungen Mann namens Kluivert. Sein Vater ist mehr als eine Legende, ihr kennt ihn alle. Und bei Ajax Amsterdam hat er eine tolle Saison gespielt. Und AS Rom hat sich anscheinend mit Kluivert schon geeinigt über einen tollen Transfer. Jetzt geht es nur noch um die Ablösesumme, die soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen. Jetzt haben wir den guten Bosnier namens Miralem Pjanic, wirklich in Bosnien eine Legende. Und Barcelona als auch Real Madrid wollen diesen Spieler verpflichten. Ich meine, bei Barcelona ist Iniesta gegangen. Das wäre vielleicht so der Ersatz für den. Und bei Real Madrid, man weiß es natürlich nicht. Modric wird nicht mehr ganz so viele Jahre spielen. Und deswegen wollen sie da auf jeden Fall verstärken. Aber der würde mindestens mal 70 Millionen Euro kosten. Und so viel würde Juventus Turin einnehmen können. Wobei ich mir natürlich nicht sicher bin, ob Turin überhaupt so einen klasse Spieler ziehen lassen will. Wir gehen rüber zu Gareth Bale, Freunde. Was der für ein Tor im Champions League Finale geschossen hat, das habe ich noch nie gesehen. Okay, das Tor von Ronaldo gegen Juventus Turin war wahrscheinlich technisch vielleicht genauso gut, aber nichtsdestotrotz, das spielt jetzt keine Rolle. Manchester United will ihn verpflichten. Sie sind bereit, anscheinend diese 100 Millionen Euro zu zahlen. Und ich wette mit euch, Leute, hätte er dieses Tor nicht im Champions League Finale gemacht, dann wäre sein Preis wahrscheinlich bei 70, 80 Millionen. Damit hat er wahrscheinlich Real Madrid nochmal einen Gefallen getan, nochmal ein paar 10, 20, 30 Millionen draufgehauen. Was aber vielleicht ein Problem sein könnte, er verdient bei Real Madrid 550.000 Euro pro Woche. Und das könnt ihr euch jetzt aufs Jahr hochrechnen. Das sind Summen, die überspringen jedes meiner Gehirnzellen. I doubt it.
Und wir sind angekommen bei einem letzten möglichen Transfer und das ist Thiago. Es gibt das Gerücht, dass er zurück zu Barcelona gehen wird. Auf jeden Fall haben sie anscheinend 50 Millionen Euro geboten für den jungen Mann, aber Bayern wäre bereit, ihn erst für 80 Millionen Euro ziehen zu lassen. Da seid natürlich ihr wieder gefragt, denkt ihr, ein Thiago ist 80 Millionen Euro wert? Ich finde, er hat diese Saison nicht so stark gespielt. Natürlich ist er ein Weltklasse-Mittelfeldspieler. Er saß aber bei Bayern wirklich so oft auf der Bank, deswegen ist er auch unzufrieden und ich bin mir schon fast sicher, dass er wahrscheinlich den Verein verlassen wird. Außer Nico Kovac sagt, Bruder, du bleibst bei mir, ich brauche dich nächstes Jahr im Mittelfeld, du willst jedes Spiel spielen. Da schauen wir natürlich, was passieren wird, Leute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr das nochmal die Woche sehen wollt, zum Beispiel am Sonntag, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen, Leute. Jetzt kommen wir, Leute, zum kleinen Real Talk. Ich will das kurz halten. Es ist auch ein bisschen komisch, darüber zu reden, aber ich will euch am Ende so eine kleine Message mitgeben, weil die Reichweite, die man hat als YouTuber, kann man vielleicht auch für positive Sachen nutzen. Und das ganze Thema habe ich schon mal im Stream ganz kurz erwähnt gehabt. Jetzt will ich noch eine Minute drüber reden. Und übrigens habe ich mir einen Windows-PC gekauft, deswegen wird es demnächst wirklich sehr viele Streams geben. Aber Leute, ich habe seit 3 Monaten richtig heftige Schmerzen an der Bauchmuskulatur. Und immer, wenn mein Opa beispielsweise mit irgendwelchen Kisten kam, mit Milch, Kartons oder mit irgendwie Wasser oder so, wenn ich das getragen habe, hat mir das sehr wehgetan. Ich konnte ihm dann auch nicht helfen. Und das hat sich einfach 3 Monate hingezogen. Ich wusste einfach nicht, was ich habe. Viele Ärzte haben gesagt, das ist wahrscheinlich ein Bauchmuskelriss. Vielleicht ist es ein Nabelbruch. Und ich war bei 7 Chirurgen. Und jedes Mal wurde ein Ultraschall gemacht. Man konnte nie was erkennen. Und ihr könnt euch, denke ich mal, vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man eine Verletzung hat, wenn man krank ist, aber nicht weiß, was man im Endeffekt hat. Das war auch so ein kleiner Grund, warum ich jetzt vor allem die letzten 2 Wochen vielleicht nicht so viele Videos hochgeladen habe, weil es mir in der Zeit nicht so gut ging. Und gestern habe ich auch irgendwie 1000 Abos gemacht und ich konnte mich gar nicht so richtig drüber freuen, da bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber heute war ich beim Kernspin und ich bin überglücklich, weil ich weiß jetzt endlich, was ich habe. Ich habe einen Bauchnabelbruch. Und jetzt denken sich wahrscheinlich manche, was ist ein Bauchnabelbruch? Leute, ich kannte es vor kurzem auch noch nicht, diese Krankheit. Das ist auf jeden Fall nichts Schlimmes, das wird operiert und dann kann ich wahrscheinlich wieder 3 Monate nach der OP wieder mit Sport anfangen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr wirklich 4-mal die Woche mindestens Sport gemacht habt, sei es Fitness, sei es Fußball, egal was, und dann von 0 auf 100 könnt ihr das nicht mehr machen, dann geht es einem vielleicht nicht mehr ganz so gut. Und die kleine Message, die ich euch mitgeben will, seid einfach froh, wenn ihr Gesundheit, das ist wirklich das A und O im Leben. Und Freunde, wenn ihr 100 Euro für Packs ausgibt und nichts zieht, dann regt euch über sowas nicht auf, es gibt wirklich viel Schlimmeres im Leben. Aber sowas merkt man meistens erst, wenn man wirklich erst eine Verletzung hat. Ich bin wirklich so erleichtert, dass ich jetzt weiß, was endlich los ist und dass es nichts Schlimmes ist. Es war jetzt ganz ehrlich ein bisschen komisch, darüber zu reden, aber ich hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Haut rein, euer Tabak. Ciao.